Wir haben krasse Leaks zu unserem neuen Shiny-Set. Wir haben ein neues Glurak, wir haben Mew. Und wie die Karten ausschauen und was ich davon halte, seht ihr jetzt. Let's go! Shiny Treasure EX kommt ja im Dezember in Japan in die Läden. Unser Pendant wird im Januar erscheinen und wahrscheinlich Paldean Fates heißen. Warum denke ich das? Wir sehen hier die beiden Leaks von Mew und von Charizard. Und wenn wir uns das Mew hier ein Stück weit genauer anschauen, dann sehen wir hier unten ein PAF-Kürzel, was, denke ich mal, für Paldean Fates stehen wird. 232 von 91 Karten. Das zeigt auch, wie viele Shinies hier tatsächlich noch außerhalb des Main-Set dabei sind. Also wird ein richtig krass großes Set. Und ich finde diesen Mew-League genial gut. Shiny Mew in Blau ist immer cool. Wir sehen hier auch die ganzen Pokémon im Hintergrund. Dickda, wir sehen Mirapla und das Quapsel, genauso wie Radfratz und Knuffensa. Echt schöne Karte. Mir gefällt der Artstyle hier sehr, sehr gut. Einzige, was wir tatsächlich noch nicht wissen, ist es real oder ist es fake? Ja, wir hatten ja immer mal wieder auch falsche Leaks, wie zum Beispiel auch die Gluraks aus Obsidianflammen, wo wir ja ein Stück weit nur die halbe Wahrheit bekommen haben und das andere ja dann doch eine Fake-Karte war. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Leak hier echt ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pokémon hier auch nochmal den nächsten Schritt geht und neben den Baby-Shinies und den Full-Art-Shinies hier auch nochmal sozusagen die Special-Art-Rare-Shinies mit reinbringt, was nochmal eine Ebene mehr ist, als wir bisher hatten. War ja sicherlich auch einer der Gründe, warum Shining Fates nicht so gut performt hat wie Hidden Fates, weil es einfach schlichtweg nichts Neues irgendwie dazu gab, sondern es eine reine Kopie mit den schlechteren Pokémon war. Ja, aber Mew ist sicherlich nur der kleine Leak und wir sehen hier natürlich Glurak am Start. Shiny-Version mit Krone. Also hier hat die Company ordentlich einen rausgehauen, sollte das echt sein. Sehen hier auch zwei Karten weiter, 234. Und ich denke, dieses Glurak wird die bisherigen Gluraks aus Karmesin und Purpur in den Schatten stellen. Ich glaube, das wird die teuerste Glurak-Karte werden. Könnte konkurrieren mit der 151-Karte, aber die sind vom Artstyle ja komplett unterschiedlich. Aber Shiny Gluraks, wenn wir die Historie anschauen, immer super beliebt, super strong. Und ich erwarte die Karte hier auch, je nach Printauflage, müssen wir mal gucken, schon über 100 Euro und damit in der richtigen Bereich für eine Money-Karte. Ja, was haltet ihr von den beiden Karten? Glaubt ihr, sie sind real? Glaubt ihr, sie sind fake? Wie gefallen sie euch? Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Würde mich definitiv interessieren, wie ihr dazu steht. Ja, nochmal ein Blick auf unsere bisherigen Leaks, die wir hatten. Wir hatten ja hier schon ein paar Informationen vorab bekommen. Wir hatten hier das Glumanda am Start. Was finde ich sehr, sehr cool ist, Glumanda, immer ein super beliebtes Pokémon. Hatten wir in Hidden Fates auch und ist bis heute eins der teuersten Baby-Shinies in dem Set. Deswegen hier für mich auch absolute Pflicht, dass es mit dabei ist. Ja, sehen hier auch noch das Glutexo. Na, wo Glumanda ist, ist Glutexo nicht weit. Finde ich auch sehr, sehr gelungen. Ich bin Fan der Baby-Shinies. Macht natürlich auch was mit einem Set, wenn du wieder auf dem Reverse-Slot was sehr, sehr Cooles ziehen kannst, wie diese Shinies hier. Von daher freue ich mich schon riesig auf das Set und mal gucken, wie die Einstiegspreise in Japan sein werden im Dezember. Ich habe aktuelle Vorverkaufspreise gesehen von 120 Euro. Keine Ahnung, ich würde fast noch ein bisschen warten, um mal zu gucken, wie viel kommt tatsächlich auf den Markt und lohnt es sich hier auch direkt zum Release zuzuschlagen oder noch abzuwarten. Ja, neben den Kanto-Startern hatten wir auch hier bereits die Paldea-Starter noch mit dabei. Mit Fellori, mit Krokel und mit Quaxly. Inklusive der Full-Art-Versionen der vollständigen Entwicklung. Also sehr, sehr cool. Müssen natürlich auch noch dabei sein, ist ganz klar. Aber so ein Mix aus alten und neuen Pokémon, glaube ich, ist auf jeden Fall the way to go. Und ich denke, dann kann das Set auch ein richtiger Erfolg werden. Ich freue mich drauf und es hat Potenzial, dass man hier ein Master-Set von sammeln möchte. Ja, und mit unserem dicken, fetten Glurak hier beenden wir das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen, lasst gerne ein Abo auf dem Channel da. Ansonsten war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit euch. Wir machen den Deckel drauf.
Ich bin raus und ciao.